Also Zwiebeln brauchen wir. Danach kommt Knoblauch und alle Gewürz. Möhren? Oder ja. Sind das, sind die nur... Nee, Tomaten auch ein bisschen. Tomaten, das ist Speck. Und das noch ein bisschen. Kartoffel und eine Vitamin. Petersilienwurzel. Genau, Paprika. Paprika und das sind Bohnen, sind das normale Bohnen. Weiße Bohnen. Wann megy? Start? Das Feuer brennt. Direkt über das Feuer jetzt der Kessel mit dem Fleisch und dem Speck. Und das soll jetzt erstmal kochen. Und dann dachte er, da kommt sowas. Dann wird es schaumig und der Schaum wird abgeschöpft. Jo, danke. Und jetzt geht's wieder. Jetzt wieder runter. Ja, muss ein bisschen noch. Immer diese 10 Minuten ist wichtige 10 Minuten. Diese ist wichtige 10 Minuten. Jetzt kommt die Zwiebel. Vier Stück normale Kopfzwiebeln. Kommt noch Knoblauch, aber ein bisschen später. Ja. Lorbeerblätter, ja. 1, 2, 3 und 4. Das geht nicht. Petersilienwurzel sind drin, Möhren sind drin, Tomaten. Nächstes Mal kommt Kümmel. Ja. Kümmel, süßer Kümmel. Und das ist genug. Paprika. Und danach kommt der schwarze Pfeffer. Ah, auch gemacht. Das ist genug. Okay. Und wir warten 2 Minuten oder 3. Mal 2 Löffel. Und wir warten ein bisschen. Nur ein bisschen warten. Alles ist drinnen. Noch die Kartoffel nicht. Aber jetzt noch 1 Stunde. Und danach du kommst und es schmeckt ein bisschen. Aber jetzt machen wir ein bisschen Holz. Ja. Also der kocht jetzt noch 1/2 Stunde und dann kommen Kartoffeln dazu, nochmal so ein gutes Kilo und das nochmal danach, nochmal 1/2 Stunde. Das ist noch 1 und 1/2 Stunde und fertig, ich glaube. Also das haben wir wie lange? Jetzt haben wir schon ein paar Mal Wasser nachgefüllt, Knoblauch ist drin. Und das kocht. Das kocht jetzt ungefähr eine Stunde sind wir jetzt. Ja, 3/4 Stunde. Noch. Noch, jetzt kommt die Kartoffel. Eier, Mehl und wie viel Toyas List? 4 Toyas. 4 Eier. 3/4 Kilo List. 3/4 Kilogramm Mehl. Salz und Pfeffer. Was ist das jetzt, Zucker? Delikat. Ah, Zuckergewürz. So delikat. So eine Gemüsebrühe. Ja. Kartoffel. Heiß.
So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist, und das schmeckt richtig lecker.